Seite grüßte, wir reagieren heute wieder auf öffentlich-rechtliche Kriegspropaganda zum Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Doch diesmal haben die Öffentlich-Rechtlichen hier in Person von Maischberger sich tatsächlich mal erbarmt, eine oppositionelle Politikerin in so eine Talkshow einzuladen, nämlich Sarah Wagenknecht. Ich habe mir die Talkshow wie üblich vorher nicht angesehen, also würde ich sagen, gehen wir da mal möglichst unvoreingenommen rein. Wir wissen, dass hier, wie gesagt, übelste Propaganda zugunsten einer transatlantischen Linie gemacht werden wird, aber das sind wir von den Öffentlich-Rechtlichen ja schon zu Genüge gewohnt. Es ist Montagabend. Herzlich willkommen zu Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie jetzt. Erstmals in der Geschichte greift der Iran Israel an. Droht nun ein großer Krieg im Nahen Osten? Im Gespräch der SPD-Außen... Also, jetzt unterbreche ich schon nach 16 Sekunden. Da fehlt doch was. Also bevor der Iran jetzt einen Vergeltungsschlag auf Israel gelandet hat, hat er monatelang libanesisches und syrisches Staatsgebiet angegriffen und dann die iranische Botschaft bzw. das Konsulatsgebäude in Syrien. Also Israel hat zuerst iranisches Staatsgebiet, nämlich die iranische Botschaft, angegriffen. Das wird hier jetzt einfach weggelassen im Intro. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Außenpolitiker Michael Roth und die Nahostexpertin Christine Hellberg. In der Ukraine geht der Angriffskrieg Russlands mit unverminderter Härte weiter. Wie kann der Konflikt beendet werden? Darüber diskutieren die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht und die Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Also Katrin Göring-Eckardt, das ist die, die mal Bundeswehrsoldaten nach Syrien schicken wollte, ohne zu wissen, gegen wen sie kämpfen sollten. Also die Frau ist hochgradig inkompetent, dass sie sich hier bis auf die Knochen blamieren wird, vor allem wenn sie gegen jemanden wie Sarah Wagenknecht debattiert. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Journalist und Moderator Marcel Reif. Die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer. Und der Autor Klaus Strunz. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Hause zu dieser Sendung und mein tolles Publikum. Wenn man schon Nahostexperten einlädt, kann man da nicht, keine Ahnung, Michael Lüders einladen beispielsweise? Damit das mal ein bisschen ausgewogener ist. Ich meine, es reicht doch. Obwohl, man hat ja schon Sarah Wagenknecht. Das sind nicht 6 transatlantische Propagandisten, sondern nur 5 gegen Sarah Wagenknecht. Aber trotzdem, was soll diese Unausgewogenheit? Publikum hier im Studio, schön, dass Sie da sind. In der Nacht auf den Sonntag ist etwas passiert, was es vorher nicht gab. Der Iran hat Israel zum ersten Mal direkt und vom eigenen Boden aus angegriffen. Das sind die Bilder, die wir vom iranischen Staatsfernsehen über den Start der Raketen sehen konnten. Mehr als 300 Drohnenraketen, Marschflugkörper auf dem Weg nach Israel. Fast alle Geschosse wurden abgewehrt und es gab auch keine Toten. Und dennoch, Marcel Reif, Sie haben Familie in Israel. Wie groß war Ihre Sorge in dieser Nacht? Naja, so groß wie, also geopolitisch oder nur einfach mal als Mensch und als Verwandter? Ne? Als Wahrscheinlich Mensch und, alles zusammen, na, oder? Also als Mensch und als Verwandter, so wie es sich per se ergibt. Mhm. Und der Rest ist, wenn eine vermeintliche bald Atommacht eine wahrscheinlich de facto Atommacht angreift, all diese Gedanken gehen dann durch den Kopf, ist doch klar. Und wenn am nächsten Tag wahrscheinlich bald Atommacht. Also da hätte ich mal gerne Belege von Marcel Reif, dass Iran kurz vor der Anschaffung von Atomwaffen steht. Also das ist ja jetzt eine Behauptung, da könnte Maischberger jetzt mal kritisch nachfragen. Wenn sie eine gute Journalistin wäre und eben keine bezahlte Propagandistin, die eben das transatlantische Narrativ pushen soll. Gesagt wird, das war's jetzt, glauben Sie das? Sind Sie dann beruhigt oder glauben Sie, es könnte eskalieren? Das war's jetzt, das heißt was? Also ab jetzt, nachdem diese Geschichte durch diese Nacht vorbei ist, erkennt der Iran das Existenzrecht Israels an und alles wird gut? Mhm. Sie glauben nicht dran, nein, oder? Natürlich nicht. Die Frage ist doch nur, wie es weitergeht, wie es weitergehen kann. Also als ob das jetzt das Problem wäre. Also, ich versuche schon weniger zu unterbrechen, aber wie gesagt, Israel hat zuerst den Iran angegriffen. Der Iran reagiert. Das hat der Iran auch immer angekündigt, wenn iranisches Staatsgebiet angegriffen wird, dann wird der Iran darauf adäquat reagieren. Das hat die iranische Regierung immer angekündigt und jetzt lässt sie diesen Ankündigungen Taten folgen.
Aber bisher ist der israelische Angriff, der ja kurz zuvor stattfand, nicht einmal zur Sprache gekommen. Dann, wann es aufhört, wie es aufhören kann. Ja. Wie haben Sie darauf geschaut, Frau Balzer, auf diesen Angriff? Und die Frage, ist das jetzt sozusagen die eine Nacht oder droht eine Eskalation? Ja, also ich glaube, wer die Eskalation nicht sieht oder wer nicht mit Sorge jetzt auf die Region sieht, der versteht es, glaube ich, nicht, wie gefährlich es ist. Also stimme ich absolut zu. Ich denke, es wäre jetzt eine Chance für Israel zur Deeskalation. Mhm. Ich glaube, es wäre angebracht, nachdem man es tatsächlich geschafft hat, durch die Abschirmung, dass keine dieser Angriffswaffen auf Israel getroffen sind, dass man da tatsächlich jetzt sagt, das als Sieg verkauft. Mhm. Und sagt, okay, und wir reagieren jetzt nicht nochmal militärisch auf den Iran. Wir sind in der Position der Stärke und wir versuchen jetzt eine Allianz mit den Kräften, mit denen man zusammenarbeiten kann, in der Region zusammenzuarbeiten, also mit Jordanien, mit Saudi-Arabien, mit Ägypten. Das, fände ich, wäre eine Chance und ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass Israel diese Strategie einnimmt und dass Netanyahu sich dazu durchringen kann. Und dann ist immer noch die Frage, was... Also hier könnte man vielleicht mal erzählen, wer auf Eskalation gesetzt hat. Israel greift seit Monaten libanesische Politiker an, tötet sie. Also ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Und diese Politiker, die sind häufig Mitglied in der Hisbollah und die sind Verbündeter des Iran. Israel greift seit Jahren, also nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren syrisches Staatsgebiet an und ermordet dort beispielsweise vom Iran stationierte Revolutionsgarden, die sich da völkerrechtlich vollkommen legal aufhalten. Also das sind schon Schritte der Eskalation. Und in den letzten Monaten hat Israel seine Aggression gegen Syrien nochmal intensiviert. Und also der Kulminationspunkt war dann der Angriff aufs iranische Konsulat, der ganz klar gegen alle internationalen Vereinbarungen verstößt. Also Schutz der diplomatischen Mission, territoriale Integrität anderer Staaten, Souveränität anderer Staaten, also Gewaltverbot. Also wirklich gegen alles, was das Völkerrecht festschreibt, verstößt dieser israelische Angriff. Und der Iran, wie gesagt, der hat angekündigt, dass er auf sowas reagieren wird. Also wieso wird uns das nicht erzählt? Ganz einfach, weil uns hier ein Narrativ verkauft werden soll. Weil uns hier erzählt werden soll, Israel wurde angegriffen, der Iran ist der Böse, das ist der Täter. Durch das Weglassen davon, dass Israel zuerst angegriffen hat. Also es ist absurd. Es ist so, wie wenn man im Februar 2022 gezeigt hätte, mal, die Ukraine, die schießt auf Russland, ohne vorher zu zeigen, die schießt auf russische Soldaten, ohne vorher zu zeigen, dass diese russischen Soldaten vorher die ukrainische Grenze überquert haben. Also ungefähr so ist das hier gerade. Also es ist vollkommen absurde Propaganda, was uns hier in den ersten 4 Minuten serviert wurde. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann überspringe ich einfach die Redebeiträge von diesen 3 Journalistendarstellern, die ja ihren Sermon hierzu abgeben dürfen. Das ist ja unfassbar. Das macht der Iran, Klaus Strunz. Es gab ja einen Angriff auf die Botschaft Irans in Damaskus. Dort wurden Ja, das kann man ja in 4 Minuten so nebenbei erwähnen. Das ist unglaublich. Also nach 4 Minuten streut sie das jetzt nebenbei ein, was ich hier schon die ganze Generäle, iranische Generäle getötet von Israel mutmaßlich. Darauf bezieht sich das, was der Iran nach dem Angriff gesagt hat. Die Militäraktion Irans war eine Antwort auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen unsere diplomatischen Einrichtungen in Damaskus. Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden. Glauben Sie, das ist jetzt genau das? Naja, also erstmal ist die Begründung eine absolute Frechheit, weil sie ja so tut, als habe mit dem Angriff wahrscheinlich der Israelis auf dieses Botschaftsgelände alles erst begonnen. Die Wahrheit ist ja, dass seit Monaten, seit Jahren der Iran mittels seiner Hisbollah-Kräfte aus dem Libanon Israel terrorisiert. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Gehen wir mal zurück. Wann ist die Hisbollah entstanden? Die Hisbollah ist entstanden, als Israel den Südlibanon besetzt gehalten hat. Die Hisbollah ist eine Gruppe, die sich als die israelische Besatzung dort gebildet hat. Also wenn wir jetzt im zeitlichen Kontext ausrollen wollen, ja, es hat begonnen mit einem israelischen Angriffskrieg auf den Libanon. 80.000 Menschen können da nicht in ihre Wohnungen zurück, weil ständig Angriffe gibt. Also wenn Israel dieses Botschaftsgelände übrigens angegriffen hat, dann war das eine Vorneverteidigung, denn man muss sich ja auch daran erinnern, dass dort, Sie haben es
Durch das, was Russland 2022 in der Ukraine gemacht hat, das war eine Vorwärtsverteidigung. Oder eine Vorneverteidigung, wie, also den habe ich auch noch nicht gehört, den Klaus Strunz hier gerade verwendet. Also ich habe die anderen zwei ja schon für komplett absurde Propagandisten gehalten, aber da, also das sprengt echt alle Maße. Also ihr merkt es schon. Also ich werde diese drei Journalisten, ich lasse Klaus Strunz gleich noch ausreden und dann werde ich diese drei hier konsequent überspringen, wenn die zu Wort kommen. Also das ist ja wirklich nicht auszuhalten. Es erwähnt, Generäle zu Tode kamen. Also ein gezielter Angriff auf Anführer eines Terrorregimes in einer Art Vorneverteidigung. Es gibt keine Vorneverteidigung und das Völkerrecht kennt keine Terrorregimes. Das Völkerrecht kennt nur gleichberechtigte Staaten. Also ist völkerrechtlich kompletter Schwachsinn, ist einfach eine moralische Abwehr. Ja, wenn man die Politik moralisiert, dann führt das automatisch zu Krieg. Also die gerechten Kriege sind immer die brutalsten. Und genau das will Klaus Strunz hier. Ein liberaler Imperialismus, der hüllt sich immer in so ein wertegemanteltes Gewand, anstatt einfach seine Interessen auszusprechen. Verteidigung, bevor die sozusagen noch andere Dinge planen können. Ich glaube aber, dass alles, was hier gesagt worden ist, auch in Moll, auch diese Sorge absolut berechtigt ist. Ich glaube, dass es sogar natürlich weit über diese Region rausgeht. Ich weiß nicht, wie Ihnen allen das geht. In letzter Zeit hat man den Eindruck, dass alles durcheinander kommt. Ja. Und seit dieser Nacht, glaube ich, oder in dieser Nacht hat die Weltordnung einmal gewackelt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt sie wieder zur Ruhe und wer sorgt mit wem dafür? Israel hat meiner Meinung nach ein klares Recht zu antworten, ein klares Recht jetzt zurückzuschlagen. Ich bin aber voll bei Ihnen, dass es klüger wäre, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, sondern genau in dieser Logik. Israel hat den Iran angegriffen. Also. Das sind die Tatsachen. Israel hat zuerst iranisches Staatsgebiet, respektive das iranische Konsulat in Syrien. Und jetzt hat der Iran geantwortet. Also zu bleiben. Oder aber, ich sage jetzt noch eins, wenigstens nach der Lehre von Gaza eine andere Art der Kriegsführung zu machen. Also sozusagen, wenn es schon die Israelis gewesen sein sollen, eher Damaskus, also gezielte Schläge auf die Anführer, als eine Eskalation im Sinne von Flächenbombardements und all diesen Dingen. Ja. Weil der erste Impuls kommt einem doch im Kopf, dass du sagst, auf dem Schulhof früher oder in der Familie hieß es, der Klügere gibt nach. Jetzt guck mal, es ist doch zum Glück letztlich nicht so viel passiert. Außer der Wucht und der Bedeutung dessen, was da gegangen ist. Aber de facto, nein. Jetzt könnte man doch sagen, also erstens schätze ich Netanyahu anders ein, auch seine innenpolitische Situation. Das eine. Anders und, heißt? Naja, also. Keine Taube, sondern. Ob er sich jetzt eine Taube leisten kann, dass nach allem, das heißt ja in Israel, wenn die Dinge mal sich beruhigt haben, wird man eine Bilanz ziehen der politischen und militärischen Erfolge von Herrn Netanyahu. Und beginnend mit dem Massaker in der Hamas. Das ist doch der Punkt. Israel hat da Schlimmeres erlebt als 9/11. Ja. Also diese Verletzlichkeit, dass so etwas auf israelischem Boden passieren kann, geht nicht. Wir reden über Staatsräson, das ist Staatsdoktrin. Wir sind David Ben-Gurion, der Gründungspremierminister, hat gesagt, unsere Existenz basiert auf Stärke und auf Gerechtigkeit. Ja. Es kann nicht sein, dass man mit uns so etwas. Ja. Die Existenz Israels basiert darauf, dass man, beziehungsweise David Ben-Gurion, wenn er den anspricht, das Handeln dieses Premiers aus rund drei Viertel der palästinensischen Bevölkerung, die vorher auf diesem Land gelebt haben, von dort zu vertreiben. Also das war der Prozess der israelischen Staatsgründung. Das darf man in Israel übrigens nicht mehr offen ansprechen. Wenn man das Wort Nakba verwendet, dann kann man in Israel ins Gefängnis kommen. Also so viel zu einziger Demokratie im Nahen Osten, wo wir schon bei dem Thema sind. Was tut? Das war furchtbar. Diese Nacht hat etwas Positives auch gehabt im Übrigen. Dass die Menschen in Israel jetzt sagen, also meine Verwandten,
siehste, wir können es doch noch. Wir können uns schützen. Und ich nehme das alles mit gleich in die außenpolitische Analyse. Tatsächlich, ich würde gerne mit Ihnen noch mal einen Blick auf die Innenpolitik, also auf die deutsche Debatte werfen, denn es ist aus Deutschland immer ein bisschen schwierig. Wir werfen mit diesen Leuten jetzt keinen Blick auf die deutsche Debatte. Es ist unglaublich. Also wirklich. Also wie gesagt, ich bin eigentlich hier, um Sarah Wagenknecht zu sehen, wie sie Katrin Göring-Eckardt zerlegt. Das ist ja, oh Gott, Herr Michael Roth. Hilfe, 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 wo bin ich hier gelandet? Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, als ich die Gästeliste gesehen habe. Also das ist ja so früh. Wie gesagt, diesem Saftladen hier gehören alle Gebührengelder gestrichen. Es gibt keine Grundlage mehr, so einem Laden hier Rundfunkbeiträge zu überweisen. Die müssen sofort weg. Das Erste, was das BSW machen sollte, wenn es irgendwo in die Nähe von politischer Macht kommt, ist die Rundfunkstaatsverträge aufzukündigen. Der ÖRR ist unser politischer Gegner, der muss weg. Der muss ersatzlos gestrichen werden. Ist für mich nicht so groß, weil nicht nur vom Iran selber eine große Gefahr ausgeht, sondern beispielsweise auch von der Hisbollah, die näher an Israel dran ist und die noch über ein deutlich größeres Waffenpotenzial verfügt. Das sagen zumindest die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse als andere. Und deswegen bleibt die Gefahr für Israel seit Jahren anhaltend hoch. Nur kommt jetzt noch etwas hinzu. Am 7. Oktober sind ja nicht nur 1.300 Israelis bestialisch ermordet worden. Seit dem 7. Oktober sind nicht nur 130 Israelis nach wie vor in Geiselhaft von den Hamas-Terroristen. Macht man konkret, was können wir konkret? Bisher nicht geschafft. Lassen. Also ich überspringe die jetzt alle hier. Also ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Also Aber nicht, wenn es um 5% plus. Ja, nicht für die aktuelle politische Linie der Bundesregierung wird gefeiert und jede abweichende Stimme soll wundtot gemacht werden. Das war mehr oder weniger die Aussage der ersten 50 Minuten. Israel ist das arme Opfer, weil es den Iran angegriffen hat. Also ihr merkt, völlig absurde Propaganda, die zu der Realität überhaupt keinen Bezug hat. Und dann darf man da noch solche Journalisten, Darsteller wie Klaus Strunz anhören müssen, die wirklich so einen Unsinn fabrizieren, also vorne Verteidigung. Das Wort war mir, wie gesagt, neu. Das ist wirklich vollkommen absurd, was uns hier erzählt wird. Aber wie gesagt, kommen wir zu dem Teil, wo Katrin Göring-Eckardt und Sarah Wagenknecht sind, dann ist die Reaktion halt etwas kürzer, aber nun gut. Also wirklich, ich habe keine Lust, mir hier Michael Roth eine halbe Stunde geben zu müssen, ohne dass da Widerspruch kommt. Frau Göring-Eckardt? Also ich würde sagen, wir haben, was Sozialpolitik angeht, häufig eine ähnliche Analyse. Aha. Manchmal unterschiedliche Antworten. Aber ob das jetzt näher gekommen ist oder ob das immer schon so ähnlich war, kann ich gar nicht genau beurteilen. Mhm. Frau Wagenknecht, wie sehen Sie es? Gut, ich bin ja damals nicht in die SED gegangen, weil ich die DDR so toll fand, sondern weil ich gehofft habe, dass man sie reformieren kann. Also ich war ja jemand, der in der DDR nicht studieren durfte. Also es war jetzt nicht so, dass ich da aus einer staatstragenden Haltung herausgekommen bin. Guck mal, Ralf mag ein guter Sportreporter sein. Nur das, was er da gerade erzählt hat, geht an den eigentlichen Tatsachen vorbei. Weil Kapulcius gerade im Chat schreibt. Also er kann sich ja trotzdem instrumentalisieren lassen, obwohl er ein guter Sportreporter ist. Das hat doch damit nichts zu tun. Also deswegen sollte man zu so einer Sendung vielleicht keine Sportreporter einladen, sondern Leute, die sich wirklich auskennen und die dann kontrovers miteinander diskutieren lassen. Auch die vom Berliner Hauptstadtstudio hat hier nichts zu suchen. Da kann man, keine Ahnung, Klaus Strunz gegen Michael Lüders diskutieren lassen und dann hat man eine kontroverse Debatte. Aber man muss ja nicht drei Leute mit der gleichen Meinung einladen, die von den zwei sehr wenig Ahnung haben. Also das ist ja hier de facto der Fall gewesen. Quasi seitdem näher gekommen sind, glauben Sie? Ja, also ich will jetzt nicht zu Frau Göring-Eckardt persönlich viel sagen, aber zu den Grünen muss ich sagen, die sind mir natürlich sehr viel ferner geworden, weil ich die Grünen in ihren Anfangszeiten, auch noch in den 90er Jahren, eigentlich eher als eine friedensorientierte Partei wahrgenommen habe. Und in den letzten Jahren sind die Grünen oder gerade jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges eben ganz massiv in eine Richtung abgebogen, ja, für Waffenlieferungen. Ehemalige Wehrdienstverweigerer kennen jetzt die genauen Namen aller in Deutschland produzierten Panzertypen und gerieren sich als Militärexperten. Das ist mir sehr fremd und okay, ich halte es vor allem auch für gefährlich. Wir werden das diskutieren, wenn Sie mir erlauben, dass ich doch noch mal, das geht ganz schnell, Sie können ja oder nein sagen, dann wissen wir, wie unterschiedlich oder wie gemeinsam Sie möglicherweise an manchen Punkten denken. Also die Schuldenbremse lockern, ja oder nein? Ja. Investitionen sollten rausgenommen werden. Es reicht auch ein Ja oder Nein. Nicht nur Investitionen, ja, da kann man Ja sagen. Schuldenbremse komplett abschaffen.
die hat nichts in der Verfassung verloren. Also das Haushaltsrecht ist das vornehmste Recht des Parlaments und das ist eine Einschränkung der Demokratie. Ja, dieses Recht plötzlich in die Verfassung schreibt und damit dem Bundesverfassungsgericht Kompetenzen über die Haushaltsführung de facto gibt. Also sowas ist schlichtweg antidemokratisch. Sowas sollte man nicht machen. Und das verbietet dem Bundestag ja auch eine rationale Haushaltspolitik. Also wenn Unternehmen und Privathaushalte Nettosparer sind, das kann Wagenknecht jetzt alles nicht erläutern, dass sie nur mit Ja oder Nein antworten darf, dann da muss der Staat sich verschulden, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Anders geht es nicht. Anders geht es in so einer wirtschaftlichen Situation, wie wir sie jetzt seit 20 Jahren haben, nicht. Ich hoffe, wir kommen jetzt auf das Thema Iran-Israel zurück. Also das wäre ja jetzt blöd, wenn Wagenknecht hier nur zu so innenpolitischen Sachen eingeladen wird. Also das ist ja jetzt, also das fände ich ja jetzt wirklich problematisch, wenn, also dann hätten wir ja wirklich keine kritische Stimme zum Iran-Israel-Konflikt. Also ja, die Reichensteuer und Erbschaftssteuer erhöhen? Nicht für die Mittelschicht, für die wirkliche Oberschicht, für die sehr, sehr Reichen. Für die Superreichen, ja. Bürgergeld erhöhen? Ja. Ja, aber man muss natürlich genau hingucken, wer es bezieht. Mindestlohn erhöhen? Ja, auf jeden Fall. Einverstanden? Bisher nur Gemeinsamkeit. Neue Atomkraftwerke? Also wie gesagt, das ist dumm, dass das, also Talkshows sind allgemein dumme Formate. Es ist nicht gut, dass hier nur durch ein einziges Wort beantwortet werden dürfen. Sowas mit Mindestlohn muss man weiter ausführen können. Ich meine, da war es ja beispielsweise die SPD, die der Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Sowas müsste man vielleicht mal ausführen können. Aber diese Ja-Nein-Fragen, also da kann sich jeder im besten Licht darstellen, da kein Widerspruch kommen kann in diesem Format. Bauen? Totaler Quatsch, viel zu teuer, viel zu gefährlich und viel zu schwierig für die Stromkosten, die werden nämlich in die Höhe gehen. Ich höre ein Nein heraus, Frau Wagenknecht. Ich hätte in der schwierigen Situation, in der wir jetzt waren, die drei nicht abgeschaltet. Aber ich glaube, dass wir die Grundlast in Zukunft anders sichern müssen. Aber dafür brauchen wir dann eben andere Energieträger. Also nur mit Sonne und mit Wind werden wir die deutsche Volkswirtschaft nicht am Leben halten. Ich bin bei Jugend debattiert und da stellt man Fragen so, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja, und das ist unglaublich dumm. Also schlag dir das aus dem Kopf. So kann man keine Debatte führen. Also das ist eine aber wir sind nicht mehr jung, ich glaube, daran liegt es. Ach so, okay. Also ich glaube auch, die Welt ist komplexer und eigentlich würde ich gerne auch was zu den Dingen sagen, die mir gerade vorhin unterstellt wurden, von wegen bestimmter Haltung, wegen der 5%-Hürde oder sowas. Ja, ich habe noch drei. Ich würde es gerne trotzdem wissen. Tempolimit sinnvoll für den Klimaschutz? Ich denke schon. Die Frage ist, bei welcher Größenordnung. Also bestimmt nicht 120. Ja, selbstverständlich. Okay. Die Cannabis-Legalisierung war richtig und wichtig? Die Entkriminalisierung hilft, glaube ich, der Polizei und hilft für mehr Prävention, ja. Es ist ein schlechtes Gesetz. Ich finde, jeder hat das Recht, sich selber auch zu schädigen. Man darf Alkohol trinken, wenn man erwachsen ist. Man darf rauchen, also darf man auch Cannabis konsumieren. Aber so wie das Gesetz gemacht ist, habe ich Sorge, dass der Handel mit Cannabis deutlich mehr floriert und am Ende auch Kinder und Jugendliche stärker betroffen werden. Okay, ich gebe es auf. Aber vielleicht eine noch, wo Sie mit Ja oder Nein antworten können. Ja, ich gebe es auf. Also wenn du grundsätzlich fragst, ob Cannabis legalisiert werden könnte, sollte, dann kann man mit Ja oder Nein antworten. Aber wenn du fragst, wie die Legalisierung, so wie sie jetzt zu bewerten ist, natürlich wird die Antwort dann länger sein, weil man in diesem Gesetz bestimmte Punkte hat, die man eben ablehnt und bestimmte, die man gut findet. Also sie könnte ja grundsätzlich die Frage stellen, sollte Cannabis legal sein, wenn sie da einfach Ja-Nein-Antwort wollte. Also eint sie die Sorge, dass in Thüringen im September bei den Wahlen ein Ministerpräsident Björn Höcke von der AfD rauskommen könnte? Nein. Also ich hoffe, sie sagt jetzt wirklich nein. Ramelow war schon so schlimm, da kann Höcke eigentlich nichts mehr kaputt machen. Das wäre eine gute Antwort. Ich denke, ich hoffe, dass wir, indem wir eine wirklich seriöse Kraft in Thüringen jetzt an den Start bringen, mit einer sehr, sehr guten Spitzenkandidatin, Katja Wolf, die Bürgermeisterin von Eisenach ist, Oberbürgermeisterin, dass sehr, sehr viele Thüringerinnen und Thüringer uns wählen werden. Und dass wir eine solide Regierung bekommen in Thüringen, das wünschen sich die Menschen und das braucht auch Thüringen, weil da sind viele Dinge in den letzten Jahren auch schiefgelaufen. Das war ja ich verstehe, dass Sie Werbung für Ihre Partei machen, aber die Frage war einfach, haben Sie Sorge, dass, also nee. Nein,
Also die ehrliche Antwort wäre nein. Interpretier's, Sie werden es verhindern. Und Sie? Natürlich habe ich... Du brauchst nichts reininterpretieren. Sarah Wagenknecht hat gesagt, das BSW will an die Regierung mit Katja Wolf. Halte ich für etwas unrealistisch, aber man soll ja nicht... War jetzt keine schlechte Antwort, die Wagenknecht abgegeben hat, aber die vernünftigste Antwort, die wäre, wie gesagt, nein gewesen. Also die Altparteien, die haben schon so viel Schaden angerichtet, da kann Höcke eigentlich nichts mehr kaputt machen. Das wäre die beste Antwort gewesen. Sorge, dass die AfD zu stark wird. Ich bin aber sicher, dass die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen sich so weit verständigen und unterhaken werden, dass die Gefahr, dass Herr Höcke in ein Regierungsamt kommt, zur Seite gewischt werden wird und kann. Mhm. Das ist auch die Stärke der Demokratie. Ich glaube, das haben auch alle gemeinsam verstanden. Und da geht es um was Gemeinsames. Es geht nicht darum, dass eine Partei jetzt alles rettet, auch nicht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es wird darum gehen, wie viele sind im Parlament tatsächlich und alles das. Und das ist das Problem für die Grünen, weil sie da um die 5% gerade bei den Umfragen liegen. Es könnte sein, dass sie es nicht machen. Was wir spüren, ist genau diese Frage. Daran hängt es nämlich am Ende, ob eine stabile Mehrheit jenseits von Herrn Höcke wirklich gebildet werden kann. Ja. Würde das am Ende dazu führen, dass Sie beide miteinander regieren? Nein. Also besser sagen, würde sich zusammen die Frage nicht stellen, also weil die Grünen ja doch offenbar nicht wieder im Parlament sind. Aber ich glaube, nein, Koalition mit den Grünen sind ausgeschlossen. Also das hatte sie ja in der Vergangenheit schon gesagt und das sollte sie hier so klar auch sagen. Sonst werden hier irgendwelche AfD oder CDU wie sagen, guck mal, die Wagenknecht, die will mit den Grünen koalieren. Und dann muss man unglaublich viel Medienarbeit leisten, um das dann wieder einzufangen. Also hier könnte man jetzt klar und deutlich antworten, nein, Koalition mit den Grünen sind ausgeschlossen. Ist das wirklich auch eine Entmündigung? Das ist genau das, was Sie immer gerne machen. Nein, aber ich finde, es ist auch eine Entmündigung des Wählers, vor der Wahl immer über Koalitionen zu reden. Also wir reden lieber darüber, was wir in Thüringen verändern wollen, was auch für viele Menschen sich ändern muss in unserem Land. Und natürlich, dass überhaupt Höcke so stark ist, dass die AfD so stark ist. Das ist ja nicht, weil so viele Menschen in Deutschland rechtsextrem sind, sondern das ist, weil wir in Deutschland so grottenschlecht regiert werden, seit die Ampel regiert in besonderer Weise, dass viele Menschen einfach entsetzt sind und sie wollen ein Zeichen dagegen setzen. Und davon profitieren zurzeit eben auch politische Kräfte, die mir auch nicht gefallen. Aber ich finde, vor allem muss man die Politik verändern. Ja, also die Entmündigung des Wählers möchte ich gerne zurückweisen. Einfach weil ich glaube, dass der Wähler auch ein Recht hat, zu erfragen, ob Konstellationen vorstellbar sind. Nichts weiter habe ich getan. Ich nehme Ihre Antwort jetzt so, dass Sie es eher nicht vorstellbar sehen. Man redet hier die ganze Zeit über die AfD. Also ladet doch den Höcke mal ein und lasst ihn mit Wagenknecht debattieren. Dann hat man halt mal keine Stimme aus dem Mainstream. Wäre das so schlimm? Ich meine, man hat andauernd so irgendwelche Leute aus dem Mainstream. Also hier wieder auch 5-1, also oder 6-1, sogar stimmt, waren ja vorhin 2. Also 6 Leute aus dem Mainstream und dann noch Sarah Wagenknecht. Also und dann die Moderatorin, die auch aus dem Mainstream kommt, also 7-1. Was soll das? Also ladet doch einfach mal den Höcke ein. Dann kann man ihn doch zu Koalitionsoptionen befragen. Egal, er hat ja ziemlich klar gesagt, dass er mit der CDU koalieren würde. Deswegen stellt sich die Zusammenarbeit des BSW mit der AfD wahrscheinlich sowieso nicht. Also deswegen frage ich mich, was dieses ständige Spekulieren über Höcke soll, wenn er nicht da ist. Wie mit Frau Göring-Eckardt, aber die Kritik ist ja da. Macht die Politik der Ampel die AfD größer, weil sie einfach schlecht regiert, weil sie fehlerhaft ist, weil sie möglicherweise die falschen Themen nach oben zieht und die richtigen nicht löst? Ich glaube, es passiert gerade was anderes. Es wird über Probleme geredet oder Probleme werden groß gemacht, die die Wirklichkeit gar nicht betreffen. Zum Beispiel? Also ich mache ein Beispiel, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist, die Strompreise sinken gerade. Wir haben es geschafft, endlich unabhängig zu werden vom Diktator Putin, was unsere Energieversorgung angeht. Okay, damit sind wir jetzt endlich bei Außenpolitik. Wie gesagt, immer noch nicht bei dem neuesten Konflikt mit dem Iran, aber doch bei Außenpolitik. Die Strompreise sinken. Die Strompreise, wenn sie 2021, 2022 explodiert sind. Sie sind immer noch nicht auf dem Niveau, was wir 2021 hatten. Weil für die Gaspreise gilt dasselbe. Und da das letzte Kraftwerk im Merit-Order-Prinzip am Strommarkt nun mal den Preis macht, das ist häufig ein Gaskraftwerk, sind die Strompreise halt ähnlich zu den Gaspreisen gestiegen. Und hohe Gaspreise bedeuten letztlich hohe Strompreise. Und wenn man die Strompreise dauerhaft niedrig halten wollte, da müsste man für sinkende Gaspreise sorgen.
geht. Und wir erleben auch nach einem Jahr nach dem Atomausstieg, das haben wir gerade, ich finde, zu feiern. Und wir erleben gerade, wir sind stabil in dieser Frage. Es wird aber geredet über alle möglichen anderen Dinge, die ich am liebsten gar nicht erwähnen will. Da geht es irgendwie um Kulturkampf, um hier Gender und da, ich weiß nicht was. Und es suggeriert den Leuten, dass das Ganze nicht, also nennt man das nicht neudeutsch irgendwie Gaslighting oder so? Also die Grünen erlassen beispielsweise dieses völlig bescheuerte Selbstbestimmungsgesetz. Die Leute regen sich über dieses Selbstbestimmungsgesetz auf. Also die Grünen beginnen einen völlig irren Kulturkampf, den man keinem normalen Menschen mehr erklären kann. Und die Leute regen sich dann über diesen Kulturkampf auf. Und Katrin Göring-Eckardt wirft den Leuten, die sich darum aufregen, jetzt vor, sie würden den Kulturkampf betreiben. Nee, es sind die Wokisten, es sind in dem Fall jetzt parteipolitisch die Grünen, die diesen Kulturkampf begonnen haben. Also den Vorwurf sollte sie gegen sich selbst richten. Was die eigentlichen Probleme wären. Und ich bin fest überzeugt davon, wenn wir in diesen Wahlkämpfen über das reden, worum es eigentlich geht. Und ich bin auch immer für Kritik auch an der eigenen Regierungshandeln zu haben. Und so viel Selbstkritik, wie wir als Grüne üben, da fragen manche andere schon, warum macht ihr das eigentlich so? Aber ich bin fest überzeugt davon, dass die Ampel besser ist als ihr Ruf. Aber vor allen Dingen ist unser Land besser, als es schlecht geredet wird, unter anderem von Sarah Wagenknecht. Und wir schaffen sehr viel mehr, als der Eindruck immer erweckt. Oder vom Statistischen Bundesamt, das konstatiert hat, dass die Neuaufträge im Bausektor um ein Drittel eingebrochen sind im letzten Jahr. Oder die energieintensive Industrie um 15% geschrumpft ist. Das sind ja Zahlen, die vom Statistischen Bundesamt kommen. Das sind ja keine Zahlen, die Sarah Wagenknecht sich ausdenken. Also die energieintensive Industrie, 15% davon sind weg im Vergleich zu dem, was wir noch vor 2 Jahren hatten. Werden will. Und das finde ich verkehrt. Wir sollten unverzagt bleiben und für die Demokratie und diesen Zusammenhalt kämpfen. Genau das, oh Gott, also dieses Publikum ist ja auch in einer Art und Weise politisch ausgewählt worden. Ich habe vorhin bei Wagenknecht gesehen, weil wir Einzelne geklatscht haben, aber bei Eckardt, bei diesem völligen Schwachsinn, den sie hier vorträgt, da klatschen alle. Also das ist unglaublich. Ja, Habeck hat ja gesagt, wir sind umzingelt von Realität. Also die Realität, die scheint bei Katrin Göring-Eckardt noch nicht angekommen zu sein. Sie müsste sich nur mal eine Statistik vom Statistischen Bundesamt durchlesen und ihr ganzes Narrativ würde in sich zusammenbrechen. Also das, ja, das beschreibt ja ziemlich gut den wirtschaftlichen Niedergang, den wir gerade in Deutschland sehen. Das eine Thema, weil das ist ja interessant, ich finde es ja tatsächlich interessant, das eine Thema, das jetzt Frau Göring-Eckardt beispielhaft genommen hat, also der Atomausstieg ist ein Jahr her, die Energiepreise sind jetzt wieder niedrig. Nehmen Sie das? Niedrig sind die überhaupt nicht, die sind immer noch über 40% höher als vor der Krise. Nein. Und das ist eben auch das Problem, dass alles weggeredet wird. Also natürlich jetzt, also wirklich, was ich sage, Hayek, sag ich schon, Habeck ist umzingelt von Realität, aber diese Realität ist bei Katrin Göring-Eckardt nicht angekommen. Vielleicht sollte diese auch mal umzingeln. Nein, die Energiepreise sind nicht 40% höher. Nicht ist die Inflation, nicht die Preise sinken. Wenn die Inflation sinkt, heißt das nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen. Und es ist, wenn man an der Zapfsäule steht für den Bürger, wenn die Energierechnung kommt, wenn die Heizungsrechnung kommt, natürlich sind das immer noch sehr viel höhere Kosten. Die Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden. Viele Menschen haben in den letzten Jahren massiv an Wohlstand und an Kaufkraft verloren. Sie machen sich große Sorgen, wie es weitergeht. Wir haben in der Industrie massive Probleme. Ich meine, die Gewerkschaft, die IG Metall, und die Arbeitgeberverbände, das ist nicht so oft, dass die zusammen... Also, wenn die Energiepreise sich verdoppeln, also jetzt mal ganz schematisch gesprochen, wir können uns vielleicht mal echte Graphen ansehen, aber ganz schematisch gesprochen, wenn die Energiepreise sich verdoppeln und dann um 30% sinken, 30% gesunkene Energiepreise vom Peak aus, von der Spitze aus, aber wir haben im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 40% erhöhte Energiepreise. Also diesen Unterschied... Ich weiß nicht, ob Göring-Eckardt den intellektuell nicht fassen kann oder ob sie ihn genau versteht und einfach die Zuschauer für zu blöd hält. Das fragt man sich ja bei solchen Politikern immer. Aber das ist letztlich das, wovon wir reden. Wichtig ist, auf welchem Niveau sich die Energiepreise jetzt im Vergleich zum Vorkrisenniveau befinden und nicht, wie stark sie, seitdem sie ihre absoluten Spitzenwerte erreicht haben, gesunken sind.
Papiere verfassen. Die haben jetzt gerade noch mal gewarnt, dass Deutschland als Industriestandort massiv gefährdet ist, dass viele Unternehmen abwandern. Und natürlich ist das eine Gefahr für unser Land, dass wir wirklich wirtschaftlich absteigen in den nächsten Jahren. Und wenn ich dann Herrn Habeck höre und der sagt dann, ja, alles nicht so schlimm und wir sind ja jetzt unabhängig von Putin. Ja. Wir haben unsere Energieversorgung nicht gesichert. Wir haben keine langfristigen Gasverträge, bis heute nicht. Ja. Die USA hat die den Kapazitätsausbau limitiert. Unsere Energie ist viel teurer als in anderen Ländern und das schädigt unsere Wettbewerbsfähigkeit, das schädigt unseren Mittelstand, das schädigt die Menschen, die nicht mehr so viel kaufen können. Und das ist ein ganz, ganz ernstes Problem. Und Punkt, damit die antworten kann. Braucht. Vielen Dank. Das Einzige. Göring-Eckardt durfte gerade minutenlang monologisieren, Wagenknecht antwortet kurz, widerlegt die wichtigsten Sachen und die Moderatorin wirkt sie ab. Gerade schon Manna Fassan auf Twitter gelesen, der hat geschrieben, Wagenknecht wurde die ganze Zeit abgewürgt. Ja, jetzt weiß ich, was er meint. Ich hoffe, wir kommen noch zum Iran-Ding. Also das wäre ja jetzt schon blöd, wenn wir das, wenn Wagenknecht da jetzt gar nichts zu sagen würde. Was wirklich teuer ist, ist weiter an den fossilen Energien zu hängen. Deswegen war es ja so teuer, deswegen waren wir nicht eigenständig, weil wir von Putins Gas abhängig waren, weil wir von anderen fossilen Energien abhängig waren. Ich bin fest überzeugt davon, wir haben jetzt inzwischen über 50% Erneuerbare und der große Vorteil davon ist, dass weder Sonne noch Wind eine Rechnung schicken. Das ist auf jeden Fall günstig. Wir sehen auch, viele Menschen machen mit. Wir haben noch nie so viele Balkonkraftwerke gehabt wie jetzt. Und man sieht, die Leute wollen das selber gerne machen. Die wollen selber gerne dabei sein. Das ist genau das, was ich meine. Die Leute wollen gerne mit anpacken. Und ja, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen mit Leitungen. Wir werden das schaffen mit den Erneuerbaren. Ja. Und wir werden auch noch Gas brauchen für eine Übergangszeit. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, auf Kohle zu setzen und schon gar nicht auf Gas von der Vorschlag vom Bündnis Sarah Wagenknecht geht ja auch, also wir wollen ja auch über den Krieg in der Ukraine reden. Ihr Vorschlag ist ja sehr konkret. Die Sanktionen schaden Deutschland mehr, als sie Russland schaden. Heißt, Sie wären dafür, ab sofort wieder Gas und Öl aus Russland zu importieren? Also ich bin für eine realistische Außenwirtschaftspolitik, die unsere Interessen sieht. Und das heißt, ab sofort Deutschland ist Schlusslicht in den Industrienationen. Das heißt, unsere Wirtschaft ist im letzten Jahr geschrumpft, sie wird dieses Jahr wieder geschrumpft. Die russische Wirtschaft wächst. Also irgendwas machen wir falsch. Da wächst die Kriegswirtschaft. Nein, in Russland wachsen auch zivile Sektoren, beispielsweise die Bauwirtschaft. Also die russische Bauwirtschaft, die hat vom Neubau an Wohnungen ein Vielfach mehr als das Fünffache oder das Vier- bis Fünffache der deutschen Bauwirtschaft. Also das ist schon beachtlich, wie viel stärker auch zivile Sektoren in Russland wachsen und wie viel stärker sie sind als beispielsweise in Deutschland. Offensichtlich ist es doch so, dass die Sanktionen, das hat ja sogar Frau Baerbock eingestanden, sie erreichen das Ziel nicht. Deshalb die Frage nochmal, also was ist Ihre Konsequenz? Dass wir uns nicht völlig abhängig machen, das halte ich für richtig. Aber wir importieren ja teilweise russische Energie. Wir importieren teilweise russisches Gas über Belgien. Also Belgien ist jetzt ein großer Gaslieferant von uns, hat aber gar kein Gas, sondern importiert russisches Gas, das dann dort regasifiziert wird, kommt zu uns. Wir importieren teilweise Ölprodukte aus Indien. Also russisches Öl geht nach Indien, wird verarbeitet, wir importieren das. Übrigens auch sehr klimaschädlich alles, weil das alles über lange Wege geht. Und deswegen finde ich, wir sollten schon gucken, wo erreichen wir eine sinnvolle und stabile Energieversorgung. So. Und da habe ich jetzt keine Antwort von Ihnen. Darf ich das Argument, also wir nehmen das sowieso aus Russland, nur über Umwege, können Sie dazu bitte was sagen? Also ich kann nur sagen, auch das muss aufhören. Natürlich, völlig klar. Und deswegen arbeiten wir da dran. Ich meine, wir regieren noch nicht so lange. Ich habe gehört, morgen 3 Euro für den Liter Diesel. Also das würde ja bedeuten, wir bräuchten völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen. Also wirklich, ich vermute, Göring-Eckardt ist gar nicht klar. Sie fordert hier wirklich, dass sich Unternehmen entscheiden müssen, machen wir Geschäfte mit Russland oder mit der EU. Also das wäre wirklich der totale Wirtschaftskrieg. Das ist ein völkerrechtswidriges Sekundärsanktion. Das ist ein Wirtschaftskrieg wie in die USA beispielsweise, gerade gegen den Iran. Oder gegen Venezuela führen. Also das wäre eine völlig neue Stufe der Eskalation. Und das würde, wie gesagt, freut euch auf 3 Euro für den Liter Diesel, wenn dieser Irrsinn hier kommt.
Ja, und wir haben davor eine Zeit gehabt, in der die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern, nicht nur vom russischen Gas, von allen anderen auch, immer weiter auf die Spitze getrieben worden ist. Wir haben Bundesländer in Deutschland, Bayern, wenn man mit Herrn Söder spricht, dann denkt man, er hat es noch nicht gemerkt und freut sich darüber, dass er Solar hat, aber baut die Leitungen nicht aus, um zu profitieren von den Erneuerbaren, die aus Norddeutschland kommen. Also ja, wir haben sehr viel zu lange den falschen Weg eingeschlagen und wir ändern das jetzt gerade. Und wir sind so schnell bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie es uns niemand, ich gebe zu, wir noch nicht mal selber zugetraut haben. Und das ist der Punkt. Daher haben wir die Stabilität, die werden wir brauchen. Und ja, wir haben Umwege mit LNG-Terminals genommen. Ende, Fracking-Gas aus Amerika. Genau, die für uns natürlich alles andere als angenehm gewesen sind. Aber sie haben damit zu tun. Sie haben mit dieser falschen Abhängigkeit, diesem falschen Weg zu tun. Das ändern wir jetzt gerade. Und habt ihr gehört, das Gas da herzubeziehen, wo es am umweltfreundlichsten, am günstigsten und allgemein am sinnvollsten ist, das ist eine falsche Abhängigkeit. Weil sein Gas in den USA zu beziehen, quer über den Ozean schippern zu lassen und dafür den fünffachen Preis zu zahlen, das ist eine vernünftige Abhängigkeit. Also bei der Partei kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Also wirklich, dass die, also mit diesen Narrativen hier, mit diesem Quatsch durchkommt, das liegt wirklich daran, dass, dass die Öffentlich-Rechtlichen nichts, wirklich gar nichts über den wirtschaftlichen Verfall berichten. Wie gesagt, ihr müsst nur bei D-Status nachgucken, euch die energieintensive Industrie anschauen, euch anschauen, wie es allgemein um die deutsche Industrie steht. Die ist ja auch allgemein um 10-15%, glaube ich, seit 2018 geschrumpft. Also wir erleben ja schon jahrelang einen Niedergang. Sturmhaube schreibt gerade, die Grünen nutzen den Ukraine-Krieg für einen hybriden Krieg gegen Deutschland, der absoluten Zerstörung und Deindustrialisierung. Es gibt kein Volk und deswegen kein Verrat am Volk, Robert Habeck. Ja, also wie gesagt, ich gehe nochmal davon aus, dass das einfach Vasallentum gegenüber den USA ist und jetzt kein Hass auf Deutschland oder dass es einfach Inkompetenz ist, aber wirklich, dass die Grünen mit sowas durchkommen. Also das liegt wirklich an der grottenschlechten Berichterstattung unserer Medien. Sowohl über Außenpolitik als auch über die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ich meine, Thomas Röper sagt ja immer, die Deutschen sind die schlecht informiertesten Menschen der Welt. Und ja, die Medien haben es wirklich geschafft. Das ist der Fall in diesem Land. Wir können ganz sicher sein, dass wir weltweit wieder Spitze sein werden, weil wir absichern können, Hoffnung, dass wir günstige die, Energie wir da haben werden. Aber am besten ein Punkt muss man doch einfach dazu sagen, wir haben ja geografische Gegebenheiten. Also die Sonne scheint oft nicht und der Wind weht nicht. Und dafür braucht man eine dafür braucht man Speicher, Grundlast. Frau Wagenknecht, nicht. Dafür braucht man Speicher. Befassen Sie sich einmal wirklich aber die Speichertechnologie gibt es nicht. Also jedenfalls nicht in einem wirtschaftlich irgendwie leistbaren Maßstab. Technologien, welche Möglichkeiten die Sie bisher ausbauen, wo sind die Speicher, wo sind sie? Also Sie setzen gerade auf stromintensive Technologien, Sie setzen auf Wärmepumpe, Sie setzen auf E-Auto, aber Sie haben keinen Plan, wo der Strom herkommt. Und das ist keine sinnvolle Art und Weise. Ich habe es gerade sehr deutlich gesagt, es wird ja nicht dadurch anders, dass Sie immer wieder sagen, es wäre sicherlich von Vorteil auch für die deutsche Industrie und für die Wirtschaft überhaupt in Europa, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Ja, natürlich. Darin sind Sie sich einig. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Also die Ukraine ist in einer Defensive. Sag jetzt bloß, wir reden nicht mehr über den Iran, sondern wir reden jetzt noch über die Ukraine. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. In einem, wie man so schön sagt, in einem wirklich sehr kritischen Moment. Es geht tatsächlich die Defensivkraft aus. Was ist die Folgerung daraus, Frau Göring-Eckardt? Jetzt tatsächlich mehr Waffen zu schicken oder jetzt zu sagen, möglicherweise war das eine falsche Strategie, zu versuchen, militärisch alle Gebiete zurückzuerobern? Jetzt endlich die Waffen zu schicken, die notwendig sind. Und ich verstehe, dass sehr viele jetzt fragen, warum geht das eigentlich bei Israel mit dem Iron Dome? Es wurde vorhin ja gerade hier auch in dieser Runde diskutiert. Wir könnten da ja mal einige Grünen-Politiker hinschicken. Also mal schauen, wie lange der Krieg da noch dauern würde. Also es gibt ja diesen bekannten Satz, lasst mich ein Bataillon aus den Kindern der Elite zusammenstellen und der Krieg ist morgen vorbei. Und es gibt keine, also was den Ukraine-Krieg jetzt angibt, es ist egal, wie viele Waffen wir senden, der Ukraine gehen schlicht und ergreifend die Soldaten aus. Die hat vor kurzem das Einberufungsalter auf 25 Jahre gesenkt, weil sie nicht mehr genug Soldaten bekommt, die bereit sind, für diesen Staat zu sterben. Also es gibt ja, also
tagtäglich kommen neue Videos, wo gezeigt wird, wie irgendwelche Rekrutierungskommandos einfache Ukrainer über die Straße jagen, dann in irgendeinen Jeep zerren und ja, die Ukrainer, die werden dann ohne Ausbildung an die Front geworfen und dürfen sich dort russischen Gleitbomben entgegenstellen. Also Russland ist gerade militärisch der Ukraine vollkommen überlegen und da ist es relativ egal, wie viele Waffen wir liefern. Also erstmal hat der Westen gerade gar nicht, vor allem nicht die Munition, Waffen hat er vielleicht, die Munition hat er gar nicht und müsste auf Kriegswirtschaft umstellen. Das will die Politik offensichtlich nicht, weil das Geld kosten würde, weil man dann eventuell zivile Sektoren einschränken würde. Das ist was, wo man langfristig drauf umstellen will, aber nicht so kurzfristig. Und ja, jetzt leugnet man einfach die Realität und behauptet, noch eine Wunderwaffe der Ukraine liefern, dann ist der Krieg zu Ende. Nein, nein. Also Russland wird diesen Krieg gewinnen und ja, je länger man wartet, desto totaler wird der russische Sieg sein. Also aktuell ist noch ein Kompromissfrieden möglich, aber wenn man länger wartet, dann wird es ein russischer Diktatfrieden. Das ist die Realität. Also jetzt ganz egal, wie man dazu steht. Das sind gerade die militärischen, ja, das ist gerade die militärische Ausgangssituation. Da könnt ihr euch jeden Militärexperten ansehen. Also jetzt nicht nur Leute wie Harald Kujat, sondern auch Leute wie Markus Reisner. Also die Überlegenheit der Russen, dass die Russen gerade am Drücker sind, das ist gerade vollkommen evident. Ja, also jeder Militärexperte, der nicht Propaganda macht, der nicht auf Seiten der NATO ist und versucht, das Bild verzerrt darzustellen, der sagt das. Also das ist vollkommen klar. Und diese Vorstellung, wir müssen da noch eine Waffengattung hinliefern und dann ist dieser Krieg geändert, das ist Schwachsinn. Also beispielsweise die Taurus, da haben diese deutschen Generäle ja im abgehörten, in diesem abgehörten Telefonat selbst gesagt, die Taurus, die werden die Ukraine liefern, die werden den Krieg nicht ändern. Also wir können vielleicht die Kertschbrücke zerstören, wir können einige Munitionsdepots zerstören, aber die werden den Krieg nicht ändern. So, das ist dem Militär ist vollkommen klar, wenn sie intern reden. Aber Göring-Eckardt, die macht dem deutschen Publikum ja etwas vor, was nichts mit der Realität zu tun hat. Warum geht das nicht bei der Ukraine? Wir wissen, es geht einerseits um das Existenzrecht der Ukraine. Gibt es die überhaupt noch, gibt es die nicht? Mhm. Es geht andererseits um unsere Sicherheit und das sollten wir nicht vergessen. Nein, unter den derzeitigen Bedingungen ist das eine Lüge. Russland ist bereit, das Existenzrecht der Ukraine anzuerkennen. Russland will nur 4 ostukrainische Oblaste annektieren. Also wie gesagt, die russischen Forderungen, territorialen Realitäten, Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das ist die russische Verhandlungsposition. Russland fordert nicht die Liquidierung der Ukraine. Aber wenn dieser Krieg länger dauert und sich die russische Position verbessert, können sich auch die russischen Forderungen verschärfen. Sehr wahrscheinlich werden sie sich dann verschärfen. Deswegen sollte man hier jetzt verhandeln, wo ein Kompromissfrieden noch möglich ist. Erkennen. Es wird nämlich manchmal zu kurz gedacht. Wir reden dann immer über dieses Land und die einen finden es gut, die anderen nicht. Aber es geht auch um unsere eigene Sicherheit. Und wir reden nicht über einen Krieg, der seit 2 Jahren herrscht. Mhm. Wir reden über das, was wir seit 2014 erleben. Und damals ist das ja passiert. Damals hat ja Gerhard Schröder sich untergehakt mit Herrn Putin. Und man hat sich irgendwie angeschaut, mit einem Minsker Abkommen getroffen. Und was hat Herr Putin gemacht? Er hat die Zeit genutzt, um sich weiter zu bewaffnen. Er hat die Zeit genutzt. Im Gegenteil. Sowohl alle Angela Merkel als auch Petro Poroschenko als auch François Hollande, also die 3 westlichen Politiker, die daran beteiligt waren, haben alle mittlerweile zugegeben, dass dieses Abkommen nie dazu gedacht war, dass sich die Ukraine daran hält und zu einem neuen Frieden mit Russland kommt, sondern dass dieses Abkommen immer dazu gedacht war, die Ukraine weiter aufzurüsten zu einem finalen großen Krieg gegen Russland. Das war der Zweck dieses Abkommens. Die Ukraine war, als sie dieses Abkommen geschlossen hat, gegenüber Russland vollkommen wehrlos. Also als russische Truppen im Sommer 2014 direkt in den Krieg intervenierten, da ist die ukrainische Armee binnen 2 Wochen zusammengebrochen. Und dementsprechend war die Ukraine gezwungen zu verhandeln. Aber sie hat nicht verhandelt mit dem Ziel, zu einem dauerhaften Frieden mit Russland zu kommen, sondern zu einem neuen großen Krieg aufzurüsten. Und auch die Antiterroroperation 2014. Russland hat da überhaupt erst interveniert, weil die Ukraine wirklich massivste Gewalt sowohl gegen militärische Ziele als auch gegen die Zivilbevölkerung gesetzt hat und nie bereit war, mit den Separatisten zu verhandeln. Und das hat die Ukraine auch auf westlichen Druck hingemacht. Also der Westen hat da ja diesen Putsch, der da 2014 passierte und der dieses ganze Chaos erst ausgelöst hat, nicht ohne Grund unterstützt. Der Westen hat diesen Putsch unterstützt, weil er die Ukraine zu einem westlichen Vorposten ausbauen wollte. Und Russland hat immer gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wenn ihr das macht, dann werden wir die Ukraine zerstören. Und man hat dem mit der Krim-Annexion, mit der Unterstützung der Separatisten dann noch Taten folgen lassen. Und mit dem Minsk-Abkommen, da dachte Russland, zu einem neuen Modus Vivendi kommen zu können. Aber mit der Zeit, als die Ukraine sich nicht an dieses Abkommen gehalten hat, sondern über Blackwater, über die CIA, über Kooperation mit der NATO immer weiter militarisiert und immer weiter NATO-Strukturen reingezogen wurde,
Da hat man in Russland gemerkt, dass man über den Tisch gezogen wurde. Nutzt, weiter vorzudringen in die Ukraine. Er hat die besetzten Gebiete. Also nochmal zum Minsker Abkommen, bevor ich, das hätte ich gerade eben noch sagen müssen. Das Minsker Abkommen sah vor, dass es eine neue Verfassung gibt, dass es eine föderale Verfassung gibt. Die Ukraine hat nie auch nur Anstalten unternommen, so eine neue Verfassung einzuführen. Also die Ukraine hat sich nicht an dieses Abkommen gehalten, aber stattdessen von den Separatisten gefordert, dass sie ihre Waffen abgeben und die Grenzübergänge zu Russland räumen. Also die Separatisten sollten sich entwaffnen und dann darauf vertrauen, dass die Ukraine sich schon an alles halten wird. Also dass das natürlich, also die Separatisten sind ja auch nicht blöd, dass sie das dann natürlich nicht gemacht haben, ist selbstverständlich. Also die Ukraine hätte erst ihre Verfassung ändern müssen, damit wirklich, wie gesagt, die Ukraine ein föderaler Staat geworden wäre. Aber dazu war die ukrainische Regierung nie bereit. Im Donbass beispielsweise auf eine Art und Weise terrorisiert, inklusive sexueller Gewalt. Frauen sind vergewaltigt worden, Kinder sind entführt worden. Ich habe solche Kinder getroffen, als ich zuletzt in der Ukraine war, die zurückgekommen sind im Februar und die erzählt haben, was das bedeutet hat. Gehirnwäsche, der sie ausgesetzt waren in Russland. Alles das ist passiert. Und deswegen sage ich, wir brauchen mehr militärische Unterstützung, damit wir, auch das ist hier schon diskutiert worden, in eine Situation kommen, wo auf Augenhöhe real verhandelt werden kann. Aber nicht über irgendjemand in der Ukraine lässt jetzt mal die Waffen fallen, sondern darüber, dass es zunächst einen Waffenstillstand gibt, aber dann einen wirklich nachhaltigen Frieden mit dem eindeutigen Existenzrecht der Ukraine. Den letzten Satz können Sie doch. Gott, und für den, oh, was für ein NPC-Publikum ist das? Woher kriegt man das? Also wirklich. Also, wo wir schon bei Gehirnwäsche sind. Welche Gehirnwäsche hat das Publikum hier durchlaufen? Mich jedes Mal, wenn ich mir solche Sendungen angucke. Also, das ist nach irgendwelchen politischen Kriterien ausgewählt worden, dieses Publikum. Ah, nochmal zur Ukraine und zu einem gerechten Frieden. So ein Frieden lag 2022 auf dem Tisch. Er wurde von Russland angeboten. Der Frieden sah den Rückzug aller russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februars, eine Demilitarisierung und Neutralität der Ukraine vor. Vor allem die Neutralität war die wichtigste russische Forderung. Also so ein gerechter Frieden, der lag auf dem Tisch. Die Ukraine hat das abgelehnt. Mittlerweile haben sich die russischen Forderungen verschärft, weil sich die russische Position verbessert hat. Also die Ukraine wollte diesen Frieden nicht. Und sie wollte ihn auf westlichen Druck hin nicht. Boris Johnson ist damals nämlich nach Kiew geflogen und hat gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden, mit Putin darf man nicht verhandeln, wir liefern euch alle Waffen, die ihr braucht, um ihn zu besiegen. Das waren Boris Johnsons klare Worte. Und wenn dein wichtigster Geldgeber und Waffenlieferant dir sagt, was du zu tun hast, dann beugst du dich dem als untertäniger Vasallenstaat natürlich. Und so ist es gekommen. Und jetzt herrscht dieser Krieg immer noch. Also hunderttausende Menschen könnten noch am Leben sein, wenn der Westen damals keinen Druck auf die Ukraine gemacht hätte, dieses Abkommen anzunehmen. Unterschreiben, Frau Wagen. Lexi schreibt gerade im Chat, da läuft keine Gehirnwäsche, da geht bei Applaus eine Ampel an. Ja, wahrscheinlich. Oder da steht so ein Typ mit Karten und sagt, nicht klatschen. Dein Waffenstillstand, das ist ja das, was ich fordere. Ich wünsche mir einen Frieden mit dem Existenz, natürlich mit der Existenz und mit dem Existenzrecht der Ukraine, überhaupt keine Frage. Aber vorhin wurde ja zum Beispiel von Herrn Strunz gesagt, wie kann man denn jetzt einen Waffenstillstand fordern, wo die Ukraine so schwach ist? Also da kann ich nur sagen, ich habe den auch schon vor einem Jahr gefordert und da war die Ukraine in einer viel besseren Verhandlungssituation. Und je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wird die Situation. Also das ist eine Lüge. Russland war immer zu Verhandlungen bereit. Also es stimmt einfach nicht, was hier gesagt wurde. Das müsste man hier jetzt mal antworten. Nein, Russland ist zu Verhandlungen bereit. Das ist die russische Position, was ihr sagt, das ist Propaganda. Hat ja schon mal Verhandlungen gegeben. Und es ist doch ganz eindeutig, der Papst hat es gefordert, die Länder des Südens fordern. Es gibt doch immer wieder auch Wortmeldungen, auch von China. Jetzt hat gerade die Türkei wieder einen Friedensplan vorgelegt, der anknüpft an die Istanbuler Verhandlungen und der meines Erachtens gar nicht unrealistisch ist. Aber von westlicher Seite und auch, das muss man sagen, von Zelensky werden völlig unrealistische Forderungen aufgemacht. Und zwar, Zelensky hat ja seinen Friedensplan präsentiert und der besteht darin, dass die Russen sich komplett zurückziehen, selbst von der Krim, dass die Schwarzmeerflotte abgezogen wird. Ja, die Schwarzmeerflotte ist da nicht seit 2014, die Schwarzmeerflotte ist seit 200 Jahren dort. Das ist für Russland ein strategisch wichtiges
wichtiger Stützpunkt, ob man sich das jetzt zu eigen macht oder nicht. Ich muss auch sagen, ich fand das Niveau der Debatte vorhin wirklich grenzwertig. Also mir zu unterstellen, dass ich irgendwie wegen 5% für einen Frieden bin. Ich habe vor einem Jahr schon für den Frieden geworben in der Ukraine. Ja. Ich habe eine Demonstration mit Alice Schwarzer gemeinsam gemacht. Aber nicht da in ging der Ukraine. Wagenknecht hat da im Sommer 2022 schon für geworben. Also oder im Frühjahr sogar schon. Also sie hat sich schon immer für Verhandlungen ausgesprochen. Also nachdem dieser Krieg, da hat sie gesagt, man muss jetzt so schnell wie möglich alles dafür tun, dass dieser Krieg endet. Also das ist schon immer Wagenknechts Position gewesen. Sie war auch, bevor dieser Krieg begonnen hatte, für Verhandlungen mit Russland. Also wenn man auf Wagenknecht gehört hätte, dann hätte es diesen Krieg wahrscheinlich nicht gegeben. Und das möchte ich jetzt nur anfügen, der Westen wollte diesen Krieg. Der Westen hat sich darauf jahrelang vorbereitet. Der Westen wollte genau das, was wir jetzt sehen. Die USA wollen uns hier in Europa gegen schicken, damit sie sich selbst auf den großen Krieg mit China fokussieren können. Um 5%, sondern da geht es darum, dass dieser Krieg jeden Tag Menschenleben fordert. Das Furchtbares an dieser Front geschieht. Wer hat Schröder da jetzt hinschickt? Das war ja die Frage, ob man Schröder hinschickt. Ich will doch nicht, dass Schröder die Verhandlungen führt. Aber wenn jemand wie Scholz einen ehemaligen Bundeskanzler in seiner Partei hat, der einen Zugang hat, wieso schickt er ihn nicht hin und bittet ihn mal auszuloten, unter welchen Bedingungen Putin einem Waffenstillstand zustimmen würde. Das wäre doch eine Information, die wichtig wäre, statt immer zu sagen, der glaube, Putin würde Schröder, das ist jetzt, überzeugt mich jetzt tatsächlich nicht. Russland hat offiziell gesagt, unter welchen Bedingungen es einem Waffenstillstand zustimmen würde. Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität. Das sind die russischen Forderungen, die sind öffentlich bekannt. Natürlich kann man jetzt Schröder hinschicken und fragen, würde es vielleicht schon reichen, also wenn die Frontlinien, also würde es reichen, wenn man bestimmte territoriale Realität nicht anerkennt, wenn die Demarkationslinie dann ein paar Kilometer weiter südlich ist, aber es sind doch nicht solche Detailfragen, an denen Verhandlungsfrieden scheitert. Der Westen will diesen Krieg weiterführen. Die ukrainische Regierung hat sich durch völlig unrealistische Forderungen in eine Position gebracht, wo sie gesichtswahrend diesen Krieg gar nicht beenden kann. Und Selenskyj, der ist ja aktuell in der Stellung eines Diktators, und wenn dieser Krieg endet, dann wird er wahrscheinlich weg sein. Also Selenskyj kann sich nur noch durch Kriegsrecht, durch die Abschaffung von Wahlen, durch die Abschaffung jeglicher Demokratie in der Ukraine an der Macht halten. Das ukrainische Regime ist eines der korruptesten auf der Welt. Von 59% der Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, hat das Pentagon keine Ahnung, wo sich diese Waffen aufhalten. Die befinden sich jetzt irgendwo auf den weltweiten Schwarzmärkten, weil ja ukrainische Offizielle die verscherbelt haben, um selber sich Geld unter den Nagel zu reißen. Also das sind doch Tatsachen, die man einfach mal sehen muss. Wenn der Krieg endet, dann hat die ukrainische Regierung, dann hat dieses Regime eine große Einnahmequelle verloren. Dann werden solche Leute wie Selenskyj wahrscheinlich für ihre Korruptheit vor Gericht gestellt werden. Beziehungsweise sie müssen dann auf die Ukraine fliehen. Und Selenskyj, der hat ja in allen möglichen Ländern Willen. Also der kann ja dann ins Ausland fliehen. Der hat ja dann ein Vermögen von 100 Millionen Dollar. Also denen wird's gut gehen, wenn der Krieg endet. Aber wenn die an ihrer Macht festhalten wollen, dann haben die ein Interesse daran, diesen Krieg so lange wie möglich fortzusetzen und die Frontlinie zu stabilisieren. Das muss man auch einfach mal sehen. Will ja gar nicht verhandeln. Also, warum das wäre nicht, doch ein wichtiger Punkt, mal zu wissen. Nicht Schröder als Emissär dahin schicken? Erster Punkt. Wladimir Putin hat vor wenigen Wochen selbst gesagt, wieso sollte ich mit der Ukraine verhandeln? Das ist seine Haltung. Und wir sollten weil die Ukraine völlig unrealistische Forderungen stellt. Also, wenn du gerade am Gewinnen bist in einem Krieg, also Gewinnen ist in einem Krieg, wo 100.000 Menschen sterben, jetzt, wie gesagt, denk mir mal an dieser kalten politischen Haltung, wo, wie gesagt, Menschen Verschiebemasse sind, und also jemand wie Putin ist es egal, ob da 100.000 Menschen sterben. Das ist westlichen Politikern auch völlig egal. Also da ist jetzt moralisch keiner besser oder schlechter. Aber wenn dir das egal ist und du siehst, okay, meine Verhandlungsposition verbessert sich jeden Monat, der Feind fordert aber, dass ich bedingungslos kapituliere. Warum sollte ich dann mit dem Feind verhandeln? Also ist eine völlig rationale Position, wenn man jetzt mal diesen moralischen Aspekt, da sterben Menschen, außen vor lässt, der Putin, wie gesagt, egal ist. Es geht in der Politik nicht um Moral, es geht um Macht. Hier nicht so tun, als wäre es irgendetwas anderes. Putin will nicht verhandeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich meine, Sie sitzen hier im warmen Studio und sagen, ja, also mit der Krim, das muss der Selenskyj mal aufgeben. Das muss er doch verstehen. Das ist nämlich ein strategisch wichtiger Punkt für Russland. Nein,
Das muss Zelensky überhaupt nicht. Zelensky hat das gute Recht und dieses ukrainische Volk hat das gute Recht. Sein Territorium. Das ukrainische Volk wird gerade an der Front verheizt, beziehungsweise ist vor diesem Krieg ins Ausland geflohen. Also es wurden schon zehntausende Menschen an der ukrainischen Grenze aufgegriffen, die eben nicht eingezogen sind, die fliehen wollten. Also das Volk steht nicht hinter ihrer Regierung, die, wie gesagt, Wahlen abgeschafft hat. Also Putin wurde demokratisch gewählt. Zelensky hat Wahlen bis auf Weiteres abgesagt. In Russland gibt es Oppositionsparteien. In der Ukraine wurden zumindest alle linken Oppositionsparteien, alle nicht-nationalistischen Oppositionsparteien verboten. Also das ist die Situation. In der Ukraine, da werden Journalisten vom Geheimdienst ermordet beziehungsweise ins Gefängnis gesperrt und sterben dann da. Also es ist die Situation in diesem Land. Also das ukrainische Volk hat nichts zu melden. Das ist ein kleines, korruptes Regime, was die Geschicke dieses Landes in der Hand hält und was letztlich auch nur von westlichem Geld abhängig ist. Als sein Territorium zu bezeichnen und zu verteidigen. Wenn die Ukraine selber sagt, wir wollen das anders machen, dann können sie das tun. Aber das können wir hier nicht in diesem Raum im warmen Studio miteinander verhandeln. Ja. Und noch eins. Aber trotzdem, die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die, und das ist ja deutlich geworden, nicht nur jetzt, sondern auch früher, dass die Frage, ob das militärisch zu erreichen ist. So deswegen fände ich es jetzt aus, wie gesagt, Wagenknecht hat sich ja stark geschlagen, sie hat die wichtigen Argumente gebracht. Aber deswegen fände ich es aus agitatorischer Sicht sinnvoller, hier wirklich die ukrainische Regierung zu agieren. Zu sagen, das ist ein komplett korruptes Regime. Zelensky ist ein Diktator, hat jegliche Opposition verboten. Also der Mann kann sich nicht anmaßen, für sein Volk zu sprechen. Wie gesagt, das ist eine Ebene, auf der ich Debatten eigentlich nicht führen wollte. Aber wenn der Gegner so emotionalisiert, so moralisiert, dann sollte man auch mal auf dieser Ebene kommen. Denn auf der Ebene, da gibt es wesentlich mehr Argumente gegen den Westen und gegen sein ukrainisches Marionettenregime als gegen Russland. Also wenn man auf der Ebene diskutieren will, wie gesagt, Wagenknecht ist das wahrscheinlich zu blöd, deswegen kommt sie mit sowas nicht. Und sie weiß, dass die Medien sie dann noch härter attackieren würden. Aber ja, wenn man so eine Diskussion gewinnen will, sollte man vielleicht mal auf der Ebene kommen. Denn damit kann man diese ganze Absurdität, das ukrainische Volk, nein, nicht das ukrainische Volk, das ukrainische Regime will diesen Krieg. Also das könnte man ja vielleicht mal argumentieren. Diese Ziele oder ob man die Ziele ändert, die stellt sich ja jetzt. Also wir können ja so diskutieren wie in den letzten zwei Jahren, aber jetzt stellt sie sich nochmal deutlicher. Also, Frau deswegen stelle ich sie Ihnen auch. Ja, Frau Maischberger, in der Headline für die Sendung steht ja auch der Ukraine-Krieg. Mhm. Und bei aller Wertschätzung, aber das ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Ja, das ist. Und die Ukraine verteidigt ihr Territorium. Darum geht es. Okay. Die Ukraine greift auch nicht Russland an und versucht, russisches Territorium zu erobern, sondern es geht darum, ich verstehe, dass... Aber die Frage ist, wie erreicht man denn das und sind die Ziele realistisch, die sie hat? Doch, also die Ziele sind realistisch, wenn die Ukraine genügend ausgerüstet ist. Und das haben wir gesehen, das wissen wir. Wir können das sehr, sehr gut sehen. Vorhin haben viele gesagt, es ist ja wirklich ehrenwert, dass die Ukraine es immer noch schafft, das zu halten. Ich kenne viele, die vor zwei Jahren gesagt haben, oder vor etwas mehr als zwei Jahren gesagt haben, das dauert ein paar Wochen und dann ist das sowieso alles vorbei. Die Ukraine hat es geschafft. Sie hat es geschafft, weil die allermeisten Menschen in diesem Land sagen, das ist unsere Existenz. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe eine Frau gefragt, was wäre eigentlich... Ich würde gerne beide zu kürzeren Antworten, einfach deshalb, weil wir im Dialog... Aber auch ganz kurz, was wäre eigentlich das Schlimmste für dich in der Nähe von Kiew? Und diese Frau, weil es waren lauter Bombenangriffe, so wie heute auch wieder den ganzen Tag, und es waren Bombenangriffe in der Nacht. Und ich dachte, sie sagt, ich habe Angst, dass mein Haus getroffen wird. Was sie gesagt hat, ist... Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Putin über uns herrscht. Weil dann ist unser Leben, ist unsere Freiheit zu Ende. Und ja, genau darum geht es ja auch nicht hinauslaufen, dass Putin die Ukraine regiert. Das ist doch völlig klar. Aber wir müssen doch irgendwann mal eine Situation erreichen, wo die Waffen schweigen. Und was ich und hier wäre es gut, wenn man die russische Position nennt, die ja öffentlich bekannt ist. Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entnazifizierung, Entmilitarisierung. Also hier wäre es gut, wenn man sagt, das ist die russische Position. Wenn Sie was anderes behaupten, dann verbreiten Sie Propaganda. Was ich jetzt seit zwei Jahren höre, ist, wir müssen immer mehr Waffen liefern, dann gewinnt die Ukraine diesen Krieg oder dann ist sie zumindest in einer besseren Position. In Wahrheit ist das Gegenteil rausgekommen. Ich verurteile diesen Krieg. Ich finde diesen Krieg verbrecherisch, so wie ich jeden Krieg verbrecherisch finde. Ich wünschte mir, man müsste sich sozusagen einmal mit Putin unterhalten und der Krieg wäre zu Ende. Nein, so wird es nicht sein. Aber man muss doch ein Mindestmaß an Realismus an den Tag legen, wenn man diesen Krieg beenden will. Das heißt, wenn man völlig...
weil immer gesagt wird, Putin will nicht verhandeln. Also in der englischsprachigen Presse wurde immer wieder berichtet, auch im letzten Herbst zum Beispiel, dass Russland angekündigt hätte, verhandeln zu wollen. Auch wenn man das wird auch in der deutschen Presse verkündet, aber, ja, immer aber mit dem Connex. Wird da immer wieder in Frage gestellt. Aber zu unseren Bedingungen. Ich weiß es nicht. Muss man aber wenn ich schau doch einfach die offiziellen Meldungen der russischen Botschaft in Deutschland an. Die sind auch schön auf Deutsch, da braucht man sich auch nichts übersetzen lassen. Also beispielsweise, oder schaut euch die Worte an. Putin hat gesagt, er ist bereit zu verhandeln. Also nur die russischen Forderungen sind halt völlig klar. Schaut euch das an, was der ukrainische Chef unter einer Dame Achamir gesagt hat. Er hat ganz, oder Achamir, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ja auch egal. Er hat gesagt, Russland wollte, also hat 2022 Russlands einzige relevante Forderung war Neutralität. Also alles andere, Entnazifizierung, Demilitarisierung, ja, haben wir zwar auch drüber geredet, aber das war nicht so wichtig. Russlands relevante Forderung war Neutralität. Gegen eine Neutralität ist dieser Krieg zu Ende. Und es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass sich an dieser russischen Position irgendwas geändert hätte. Russland will keinen antirussischen westlichen Vorposten vor der eigenen Haustür. Also das will, also Russland will, dass die Ukraine militärisch neutral ist. Und jetzt will es auch noch diese vier Oblasten dann im Osten annektieren. Das hat Russland gemacht, weil die Ukraine eben nicht zur Verhandlung bereit war, als die ukrainische Position noch besser war. Es könnte auch sein, dass die russischen Forderungen noch weiter verschärfen werden. Aber die aktuellen russischen Forderungen laufen nicht auf eine Liquidierung der Ukraine oder eine Vasallenschaft der Ukraine gegenüber Russland hinaus, sondern auf eine Neutralität. Russland will einen neutralen ukrainischen Pufferstaat schaffen. Mehr nicht. Ich sage, man könnte doch jemand, der einen Gesprächskanal hat, hinschicken, um das auszuloten. Da wird gesagt, Gottes Willen, dann ist man doch der Pressesprecher Putin. Wir können diesen Krieg, und ich finde, das müssen wir doch einfach langsam zur Kenntnis nehmen. Dieser Krieg wird militärisch nicht beendet werden. Wenn ich höre, dass Herr Klingbeil sagt, wir müssen der Ukraine die Sicherheit geben, dass wir noch 10 Jahre mindestens Waffen liefern. Also dann sage ich, was ist denn das für ein Wahnsinn? Wie lange soll das Sterben noch weitergehen? Wir müssen doch alles dafür tun, dass dieser Krieg endet. Und es gibt Möglichkeiten, ihn zu beenden. Das ist auch immer wieder auch deutlich geworden, weil es geht darum, dass Russland bestimmte Interessen hat, die Ukraine hat bestimmte Interessen und wir müssen gucken, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und ein gemeinsames Gespräch. Und das kann nur ein Kompromiss sein. Wollen Sie das? 10 Jahre militärische Unterstützung, ist es das, was Ihre Alternative ist? So ist es eben nicht, dass man sagen kann, Russland hat Interessen und die Ukraine hat Interessen und dann hat man sie irgendwie auf einer Ebene. Nein. Doch. Und nicht die Ukraine, der Westen. Der kollektive Westen hat Interessen. Der Westen ist der Machtblock. Also die Entscheidungen, was in der Ukraine passiert, die werden nicht in Kiew getroffen, die werden in Washington getroffen. Also Putin hat ja auch schon gesagt, wenn es um die Beendigung des Ukraine-Krieges geht, dann verhandelt er nicht mehr mit der Ukraine, er verhandelt erst recht nicht mehr mit den Europäern, er verhandelt mit Washington. Also das ist völlig, ja, selbstverständlich. Also Putin ist das nämlich auch klar, dass im Westen die Entscheidungen nicht in irgendwelchen europäischen Staaten getroffen werden, sondern letztlich immer in den USA. Und ja, das ist also für uns Europäer eine ziemlich vertrackte Situation, aus der man rauskommen muss durch europäische Friedensinitiativen, durch eine Aufkündigung der bedingungslosen Solidarität gegenüber der amerikanischen Haltung. Russland greift die Ukraine an und Russland versucht, die Ukraine zu vernichten. Die Frage war Russland. Lustig, dass das beim Iran und Israel nicht so emotional argumentiert wurde, sondern man da versucht hat, auf absurde Art und Weise die Tatsachen zu verdrehen und versucht hat, das israelische Vorgehen moralisch zu rechtfertigen vorhin. Also da hat ja auch Israel zuerst den Iran angegriffen, dann hat der Iran geantwortet. Und da wurde nicht gesagt, ganz emotional, Israel greift den Iran an und bla 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 bla, Israel hat so viele Menschen ermordet, bla bla bla, sondern wurde uns doch irgendwie erklärt, ja, Israel hat da zwar die Botschaft angegriffen, aber das war eine Vorverteidigung und so ein Schwachsinn, was uns vorhin erzählt wurde. Also hier merkt ihr, die Propaganda ist auch überhaupt nicht konsistent. Beim Ukraine-Krieg dieses hochmoralische Brimborium, man darf keine anderen Staaten angreifen, Völkerrecht. Das ist doch moralisch falsch, jemanden anzugreifen, der Angreifer hat keine Forderungen zu stellen. Beim Iran ist das komischerweise nicht so. Wenn der Iran angegriffen wird, dann hat er das irgendwie zu akzeptieren. Denn der Iran, der ist der Böse, der hat keine Forderungen zu stellen. Also es ist sehr interessant, wenn man hier die Konflikte miteinander vergleicht.
sorgt dafür, dass Frauen vergewaltigt werden und dass Kinder entführt werden. Weil, und das weil ist dieser nicht Krieg die einen und die anderen haben ist und weil dieser Thema. Krieg tobt. Aber nur es in gibt doch einen Grund für diesen Krieg. Also ich habe, weil mir immer wieder erzählt ich möchte ein paar Zitate vorlesen, weil mir die wichtig sind. Ja. Also hat der ukrainische Verhandlungsführer bei den Verhandlungen in Istanbul. Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen. Nein, Istanbul, wir kommen jetzt nicht nochmal mit Istanbul in den Jahren. Wir kommen jetzt nicht nochmal mit einem klaren Beleg dafür, dass Russland offensichtlich doch zufriedenbereit war. Das würde ja unser ganzes Narrativ zum Einsturz bringen. Also sagen, was der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt hat. Jetzt hat er das gesagt. Er hat gesagt, die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt über die Verhandlungen in Istanbul. Ja. Wenn das stimmt, sollte man doch an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen und versuchen, jetzt einen Friedensschluss auf einer solchen Grundlage daran sieht man doch nur, denn es geht darum, dass man. Darf ich das einfach weitergeben, damit sie antworten kann? NATO heißt eben, dass Herr Wagenknecht nur so agieren, dass sie ganz alleine spricht. Das Nehmen Sie den Ball bitte einmal auf. Also einmal noch mal zurück zu den Verhandlungen, die es ja gab in Istanbul. Übrigens, Faktencheck kann man, es gibt eine fantastische Deutschlandfunksendung zu den Fragen, wer wann was genau gesagt hat in diesen Verhandlungen. Ja, aber dieses Zitat habe ich mir extra mitgebracht. Das absolut. Ja, dann müssen Sie es auch vorlesen, damit Sarah Wagenknecht. Nein, also, aber machen Sie die Frage wieder, das verleugnet ist ja, die Vergangenheit ist das eine, der Punkt ist der, zurück zu den Istanbul. Die Vergangenheit, die ganz klar beweist, dass unser ganzes Narrativ mit Russland eigentlich bereit zu verhandeln falsch ist. Die ist das eine, aber jetzt lass uns mal nicht über irgendwas reden, was unser Narrativ kurz bringt. Also es ist wirklich lächerlich. Istanbuler Gesprächen, die es gegeben hat, ist das eine Option? Also ich bin ja immer dafür, jede Option zu prüfen. Ja, dagegen ist nichts zu sagen. Und die Ukraine hat ja in diesen ganzen 10 Jahren Bereitschaft zu sehr, sehr vielen Zugeständnissen gemacht. Unter anderem auch diese Frage der Neutralität. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Das wird nicht mehr gehen, weil die Ukraine erstens Teil Europas ist. Und weil sie sich entschieden hat und weil Europa sich entschieden hat, die Ukraine wird Teil Europas. Und deswegen haben wir auch eine Schutzverpflichtung. EU, nicht Europas, der EU. Fordert übrigens auch die AfD, dass die Ukraine eine privilegierte EU-Partnerschaft erhalten soll. Das ist, also wollte ich an der Stelle nur mal erwähnen, die AfD, die hätte hier eine grundsätzlich kritische Haltung und die wäre dafür, dass die Ukraine neutral wird. Sowieso national, das noch einmal für die Geschichte. Aber das ist eine Entschuldigung, aber dann heißt es gibt überhaupt gar keinen Weg zu einem Friedensgespräch, wenn man das sofort ausschließt und sagt, nein, das ist ja heute dafür, anders. Ich bin nicht dafür, was auszuschließen. Ich sage nur, die Realität ist heute eine andere und über die müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass wir eine deutsche Verantwortung haben. Es sind 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gestorben im Zweiten Weltkrieg. Es wird immer so getan, als wären das russische Opfer. Nein, 8 Millionen ukrainische Opfer. Die Ukraine ist ein ethnisch, zumindest zu weiten Teilen, russischer Staat. Oder gewesen. Viele ethnisch-russische Gebiete, die wurden ja jetzt von Russland erobert. Aber ja, das ist nun mal so, dass die Ukraine halt zu einem großen Teil eine russische Bevölkerung hat. Also die Ukraine ist halt, ja. Und wir müssen die Ukraine militärisch so ausrichten, dass nicht mehr die Energieversorgung bombardiert wird, nicht mehr zivile Häuser bombardiert werden und alles das. Und dann kann die Ukraine, dann kann die Ukraine auf Augenhöhe verhandeln. Dieser Frieden muss auf Augenhöhe verhandelt werden können. Ich würde vorschlagen, damit das auf Augenhöhe verhandelt werden kann, schicken wir Katrin Göring-Eckardt, Sandra Maischberger und die anderen transatlantischen Propagandisten, die diesen Krieg noch, ihr habt es gerade gehört, 10 Jahre fortsetzen wollen, an die Front. Also dann können sie ja für unsere Freiheit und unsere Demokratie kämpfen. Ich meine, das wird ihnen doch, wie gesagt, Freiheit und Demokratie wert sein, dass sie dafür auch ihr eigenes Leben einsetzen. Ich vermute, wenn wir das machen würden, dann wäre der Krieg wirklich morgen vorbei. Kann auch gelingen, da bin ich sicher, wenn wir die Ukraine stärken und unterstützen, so wie sie es braucht. Das haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Wir haben genau die ganze Zeit. Das haben wir nicht gemacht, Frau Wagner. Das Gegenteil ist der Fall. Vielen Dank, dass Sie heute diese sehr unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht haben. Und ja, darüber wird es ging nicht mehr um den neuesten Konflikt mit dem Iran. Das finde ich echt schade. Also vorhin wird uns hier so eine Propaganda angeboten. Und auch weil im Chat einige gemeckert haben. Ja,
Propaganda. Das war offensichtlichste Propaganda. Das war das Gegenteil dessen, was ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich erwarten würde, wenn er seinen Bildungsauftrag einhielte. Und ja, das finde ich jetzt sehr schade, dass es um das Thema jetzt nicht mehr ging. Aber Sarah Wagenknecht hat sich trotzdem gut geschlagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.